Gut, das. Das. Können wir später machen. Können wir wirklich später machen. Hauptsache mein Grundstück ist erstmal. Ich glaube, ich baue. Weißt du was? Haben wir nicht TNT? Ja, von der Pyramide. Wir können Kann ich mir das mal nehmen und mir mal im Industrial TNT draus machen? Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, wie das wird ein bisschen, das ist sogar ein bisschen besser als, also der Sprengradius ist, glaube ich, ein wenig besser als, Ja, normal. der macht das so, dass der im Umkreis mehr, aber dafür nicht so tief. Ah ja, stimmt. Aber das ist doch gut. Und die Blöcke gehen nicht kaputt, die bleiben ja. Einhalten. Theoretisch kann man damit wirklich viel gezielter arbeiten. Okay, ich habe genug Deswegen Feuersteine. Ist es ja auch Bergbau. Darf ich dir jetzt mal eben die TNTs klauen? Aber nur, wenn du mir sagst, in welcher Truhe sie sind. Ich habe die nicht, du hast die. Habe ich? Warum habe ich die? Ich habe die nicht abgebaut, aber du schon. Ich nehme... Ach so, ich habe mir die... Wieso habe ich mir die abgebaut? Ich habe nur die Truhen geleert, du hast, als du dann später ankamst, dich schon Ich habe mir da kein TNT rausgeholt, ich dachte, du hast das. Du hast das Ich bin nicht ins Loch reingesprungen, ich habe da nichts gemacht. Oh, du hast doch selbst letzt gesagt, dass du das da abbaust. Jawohl, nee, ich habe gesagt, ich baue den Sand. Na, ist ja jetzt egal, ich weiß was, ich baue jetzt selber TNT. Ich habe 22 Schwarzpulver. Ich scheiß auf eine Muskete. Mann, guck doch nach, du hast TNT, mein Gott. Glaub mir doch einfach. Ich hab kein TNT. Dann guck doch nach in deinen Kisten. Nee. Doch. Nein. Guck nach. Ich hab hier nirgendwo TNT. Junge. Guck nach. Hä? Hast du schon nachgeguckt? Ja, ich hab jetzt in fast jeder Truhe nachgeguckt. Jetzt nur noch die letzte. Nein, ich hab kein TNT. Ich hab das auch nie abgebaut. Komisch, wolltest du eigentlich? Nein, wollte ich nicht. Doch. Nein. Du gehst so in die Mine. Du so hast das TNT mitgenommen? Ja, ne? Sag ich hab ich nie, gar hab... nicht. Doch. Das habe ich nie gesagt. Mann, halt die Fresse. Nee, jetzt aber ernsthaft, das habe ich wirklich nie gesagt. Doch. Ja, hör mir doch mal zu, mein Gott. Du so hast das TNT abgebaut? Ja, ne? Sag ich, nee, habe ich nicht. Gehst du so runter und die Druckplatte ist weg? Sag ich, ja, die habe ich weg. Ich bin nicht runtergegangen, ich habe nur runtergeguckt, als ich das gesagt habe. Aber weißt du was, ich guck mir nachher das Let's Play, ich guck mir das nachher an und dann sehen wir es ja. Und dann löse ich das im nächsten Take auf. Es sei denn, du hast recht gehabt, dann löse ich es nicht auf. Doch. Ja, das können wir auch selber sehen, weil das dann doch erst... Ach ja, stimmt ja, es wird ja irgendwann hochgeladen. Trottel. Ja, Mini-Trottel. Christian ist Trottel. Ja, du auch. Ich nur dumm. Ich nur dumm. Es war heute voll geil in AW. Da hat unsere Lehrerin hier gesagt, wir sollen Partnerarbeit machen und da hat sie die zugelost. Und da sollte man immer so Zettel ziehen, so eine dumme Zettel, wo immer was drauf stand und dann sollte man sich paaren sozusagen. Asterix zu Obelix beispielsweise. Ist ja schwul. Und Christoph nimmt seinen so lang, liest das so vor, doof. Dick. Ich bin doof, oder was? Ja. Lol. Du willst nicht wissen, was ich war. Max, das geht sogar noch. Max und Moritz? Ja. Nein, Max und Ficky. Cool, die kenne ich auch. Hitler und Stalin. Nein, ja. Ich würde sagen Hitler und Goebbels. Okay, ich habe 4 TNT, aber kein Feuerzeug. Was sagst Hitler du? Hitler und Goebbels waren echt mal Freunde. Klar waren das Freunde. So voll die Bros, so wie wir. Oh mein Gott, das heißt... Die haben auch LPTs gemacht. Ja. Minecraft. In welcher Grafik dann? 240 Pixel oder was? Ey, nee, da müsst ihr schon voll den Gamer-PC gehabt haben. Ein Pixel. Das ist immer nur ein so ein Punkt. Man sieht nur einen Block. Da müssen ja irgendwie Pin mal... Nee, gar nicht, das gab's ja auch noch nicht. Was gab's denn da für Spiele? Pac-Man. Da gab's noch nicht mal Pac-Man. Nee, da gab's doch gar keinen PC zu der Zeit, glaube ich. Da gab's noch nicht mal den ersten Taschenrechner, oder? Nein, glaube ich nicht. So Idiot natürlich. Die hatten doch auch schon angereichertes Uranium und so. Die hatten doch schon PCs. Nein. Oder? Nein.
Die hatten doch, wenn die wenn die Uranium anreichern und so und Berechnungen machen, dafür brauchen die doch PCs, oder nicht? Nein, brauchen die nicht. Echt nicht? Außerdem wären die PCs damals noch für so eine Berechnung noch gar nicht fähig gewesen. Das sind die heute gerade. Na gut, das sind sie seit diesem Jahrtausend sind die das gerade mal erst. Was ist so mit NASA und so in den 60er Jahren? Da weiß ich nicht. Da hatten sie wahrscheinlich auch. Also in den 60er Jahren, glaube ich, gab es schon PCs. Ja, natürlich, die NASA hatte da schon recht gute PCs. Aber 40er bis 50er garantiert noch nicht. Und Ist 50er er gut? Jahre? Ein Minion? Bezweifle ich. Was Ja. meint ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare oder haltet einfach eure Phrasen. Guck mal, was ich in der Hand habe. Dildo? Nein. Schade. Vibratoren. Oh, Kopf gestoßen. Ich Warte, mach das bei den kürzt du? Steinen, weil die dauern länger als das Gras. Okay. Danger, Danger, clear area. Dangerous situation. Ich bleib hier stehen. Nein, ich will mitgucken. Ah, ich komme. Ich renne so schnell ich kann. Da passiert ja gar nichts. Oder ist Du da musst schon ihn was passiert? anzünden. Lol, ich hab das gar nicht mitgekriegt. Du musst ihn anzünden. Oh. Was? Nichts passiert. Hä? Nichts passiert. Ich habe keine Plugins hier drauf installiert. Das darf nicht sein. TNT müsste also logischerweise an sein. Mach noch mal. Ich habe den da ins Loch gesetzt. LOL! Guck mal! Ein Stein ist kaputt gegangen. Der Stein hier, den habe ich abgebaut hier, wo ich jetzt drin bin. Da habe ich das reingesetzt und der Stein ist jetzt weg. Ich glaube, ich darf Lol. den nicht in Löcher stellen. Ich muss den worauf stellen. Danger, Danger. Bleib im TNT. Nein, ich hau hier ab. Wow! Alter! Ich wollte abhauen und... Oh, ich wäre gestorben, theoretisch. Hier passiert ja kaum was. Ich glaube, ich mache das doch lieber beim Dreck. Testweise mal. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich es beim Dreck mache. Er macht lieber da hinten auf dem Berg. Wo? Da hinten dieser Ah! Berg. LOL! Das geht! Das zündet sich an, wenn man da Linksklick drauf macht. Ich wollte das abbauen. Junge, was ist das denn? Toll! Das TNT ist noch im Style von Minecraft vor der 1.0. Also der Berg hier, ne? Ja. Danger, Danger! Alter, das geht so schnell. Aber die Explosion ist total unnötig. Irgendwie bringt das TNT kaum, dann nehme ich ja lieber richtiges. Das hat's jetzt vollgebracht. Ach, ich bin ja voll. Ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen Dreck bunkern. Drack, 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 Wollt drack, ihr den totalen Dreck? Wollte den totalen ekligen Dreck. Den dreckigen Dreck. Dreck, Dreck, Dreckigen Dreck, Bi. Dreck, Ey, lass mal ein Lied singen. Dreck, 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 Dreck. Nein, das war eine dumme Idee. Dreck, Dreck, Drecke die Dreck, ich sag Dreck, Dreck, Drecke die Dreck. Weißt du, Dreck, was mich Dreck, wirklich Dreck. aufregt? Wenn man ein Teenie-Popstar. Nein, bessere YouTuber, die Teenie-Popstars sind. Wisst ihr, was mich wirklich aufregt? Oreo-Keks-Werbung. Naja, das wird auch noch kommen. Oh ja. Weißt du, was lustig ist? Meine Schwester hat Oreo-Kekse, sozusagen. Nein, es sind keine Oreo-Kekse. Es ist Sehen die Sie aus wie billige Ralf? Nachmache. Die nennt sich einfach nur Schokoröllchen oder Schoko, keine Oh Ahnung. mein Gott, nicht original. Oh mein Gott, ist mir scheißegal. Sehen die aus wie Ja, Reifen? natürlich kommen, die sehen genauso aus wie Oreo. Das heißt, man könnte den wieder benutzen. Aber You das kommt irgendwie cross blöd, wenn ich lost die the plot. Schachtel hochhalten würde oder so. Man muss ja irgendwie die Schachtel. Ich weiß nicht, sieht man die? Muss man die verpacken sehen? Nicht unbedingt. Ne? Aber Nein, nur die Kekse. wir setzen ja so oder so etwas auf Realität. Deswegen schlägst du mich auch wirklich. Ja. Nimm richtig wirklich zum Bluten. Ja. Verdammt, ich wollte heute noch ein Video rendern. Regie mit Multi soll das heißen.
Da sitze ich da so rum und schreibe Regie. Mach nichts anderes. Das Lustige ist, das Ganze ist in vierfacher Geschwindigkeit. Und dabei trinke ich vier Dosen Booster aus. Das sieht dann so geil aus. So hast du nicht gestern schon vier Dosen Booster getrunken? Nein, das war leider kein Booster. Aber du trinkst doch trotzdem ein bisschen viel Energy. Oh, da ist ja auch noch was drin. Das ist, habe ich gestern von vorgelesen. Flying Power heißt das. Da habe ich gestern zwei von getrunken und heute drei. Das ist meine dritte. Oh mein Gott, bist du süchtig. Ah. Ich wollte schon immer mal auf Kokain, wollte ich gerade sagen. Ich wollte schon immer mal Koks und Kokain. Mann, Koffein. Ich wollte schon immer mal Koffeinschock haben. Ich dachte, Zuckerschock wollte schon immer. Der Zuckerschock ist scheiße. Außerdem mache ich den jeden Tag in meiner Hose. Ich auch. Das Wasser hier würde ich aber ganz zubauen. Ja, sonst hört man immer so ein Wassergeräusch, ne? Na, das nicht, weil es ist ja kein fließendes Wasser. Aber dann ist es dunkel im Wasser und das wird... Obwohl, nee, Wasser gilt nicht als dunkle Luft. Das bedeutet, obwohl, der Dunkelton... Ah, nee, ist trotzdem scheiße, wenn du irgendwann mal einen Keller bauen willst, dann... What the fuck? Ja gut, dann lieber doch dicht bauen, ja. Ich sehe dich nicht mehr. Ich bin hier und baue Dreck ab. Wie du es mir befohlen hast, Meister. So, ich habe erstmal meine Truhe mein Inventar ein bisschen geleert. Jetzt kann ich weiterbauen. Warte mal kurz. Okay, ich entertaine mal weiter. Ja, das war doch gut, ne? Nein, mir fällt nichts mehr ein, keine Ahnung. Ich bin total ausgedörrt. Ich werde mir jetzt eine Dose öffnen. Die Dose ist offen. Nun werde ich daraus trinken. Was? Was für eine Dose? Du darfst keine Dosen trinken. Das wüsstest du wohl gerne, ne? Das weiß ich doch, dass du keine Dosen trinken darfst. Das wüsstest du jetzt gerne, ne? Ja. Das wüsstest du jetzt gerne, ne? Du hast dich an der Zeste betrunken. Das wüsstest du jetzt gerne. Wieso bist du denn in den Graben gefahren? Ich wollte pissen gehen und komme hier nicht mehr raus. Also eins will ich jetzt mal sagen, du. Also, ich finde dich echt geil. Na, ich dich auch. Ach, danke schön. Ja, das ist schon schön. Ich will dich. Das wüsstest du jetzt gerne, ne? Ja. Nein, ich bin nicht betrunken, mein Scherz. Das ist ein ausgezeichnetes Gesöff. Wie war das? Finde ich richtig geil, das haut voll rein. Ja, ich liebe Kaffee. Liebe Schwänze. Okay, das habe ich jetzt nicht. Gut, ich auch. Nein. Ich mag Titten. Ich muss das so reinschneiden. Ich mag Titten. Wie das bei Caillou. Caillou verarsche. Titten. Ich mag deinen Penis. Mein unsichtbarer Freund. Adolf Hitler. Nein, mach das echt mal, dass du manchmal so ein paar Soundeffekte reinschneidest. Na, hier im Let's Play Together wäre das ein bisschen, ich glaube, das würde das Niveau nochmal um 90% senken. Das würde ich nicht machen. Okay. Ich würde das lieber in anderen Videos machen. Obwohl, vielleicht machen wir mal so ein lustiges Special bei der 100. Folge. Das wäre doch mal was. Bei den 100er Folgen kann man ja mal ein bisschen übertreiben, auch mit der Länge. Gut, ich habe kaum übertrieben, ich habe die halbe Stunde lang gemacht. Gronkh macht diese 3-Stunden-Video. Ja, warum nicht? Alter, nein. Das Dumme ist, ich lade das in 10 Minuten Parts hoch. Das heißt, ich müsste 6, 12, 18. Das heißt, ich müsste 18 Videos hochladen. Das würde ich an einem Tag nicht schaffen. Auch wenn ich es als ganzes Video hätte, würde ich es am Tag nicht schaffen. Ist ja logisch. Ob ich das nur in Parts hochlade oder als ganzes Video? Dann lade es doch gleich das ganze Video hoch. Ja, aber dann muss ich es rendern und das dauert länger. Im Durchschnitt. Obwohl, das gleicht sich aus. Oder habe ich noch nie ausprobiert. Ich glaube, das dauert länger, wenn man Videos macht, die wirklich größer sind.
weil er dann irgendwie die ganze Zeit so lange festhängt. Ja, das hasse ich wie die Pest. Und wenn du mehrere kleine Parts machst, dann schafft er das schneller im Durchschnitt. Ja, oder wenn man kurz Pornos rendert, geht das schneller, als wenn man ganz lange Pornos rendert. Ja. Ja. Weißt du, was komisch ist? Wenn ich manchmal einen Film rendern, ein Video rendern wollte, war auf dem Desktop, ich lasse es immer so auf dem Desktop kreieren, dass ich das immer gut sehe. Weil damit einfach das so, jeder sieht. Weil das einfach so als weißes Bild angezeigt, kann nicht erkannt werden. Und dann bin ich ganz normal wieder bei Camtasia Studio so, Projekt fett durchgerendert, alles klar. Könnte ich da weiterschneiden jetzt, neues Projekt anfangen oder so. Nur halt, dass es einfach nicht richtig gerendert wurde, dass es nicht erkannt wird. Dann denke ich, hä, what the fuck? Habt ihr mal was ganz kurzes gerendert, ein Lied als MP3-Datei? Alles klar. Aha. Dann wollte ich wieder ein Video rendern, geht nicht. Weißt du, was wir heute in Mathe gemacht haben? Was du hier? Wir haben ausgerechnet, beziehungsweise was errechnet, und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, wenn man die Zeit und wenn man sich jetzt so ein Koordinatensystem denkt, die X-Achse ist die Zeit, die Y-Achse ist Wichsen. Und das verhält sich. Also nee, gar nicht. Die Zeit beim Wichsen und die Y-Achse ist die das gute Gefühl beziehungsweise die, du weißt schon, Eskalation. Wenn du verstehst, was ich meine. Und die verhält sich linear. Proportional. Die steigt proportional an. Wer hätte es gedacht? Alter, ich bin gerade ein bisschen bekifft. Also je mehr man wächst, desto besser ist das Gefühl. Und das, was am Ende passiert. Das hätte ich dir so sagen können. Ja, aber manchmal hier war langweilig. Eigentlich wollte ich daraus einen Scherz machen, aber irgendwie habe ich zu lange gebraucht, damit die Pointe versaut. Ja, das stimmt. Wenn ich das irgendwie ganz kurz zusammengefasst, wäre das irgendwie besser angekommen. Ja, außerdem ist es kein Witz, weil es Tatsache ist. Na, das soll's ja nicht sein. Tatsachen kann man ja auch lustig machen. Christian ist komisch. Bei großer Hitze Eiswürfel langsam auf dem Munde zergehen lassen. Haus brennt. Und er macht mal eben so Eiswürfel aus dem Kühlschrank. Ganz chillig. Wenn mir kalt ist, wird mein Nippel hart. Wissen. Meine Nippel sind hart, das Essen schmeckt scheiße und ich bin verdammt nochmal richtig müde. 3 Sterne. Das hast du auch geklaut aus dem Fernsehen. Von was denn? Na? Family Guy? Nein. Drawn Together? Nein. South Park? Smosh. Oh, schade. Gut, ja, Smosh hat da glaube ich Fernsehen. Nee, gar nicht. Smosh hat das Internet verarscht. Wie wäre das Internet im Real Life? Plötzlich so, also Internet im Real Life. Erst YouTube und dann so ganz viele Artisten, die sowas machen. So ein ganz normaler Typ im echten Leben, der so anfängt zu jonglieren und dann kommt plötzlich irgend so ein Nerd und hält so den Finger auf den Fake!